Hi, schön, dass du wieder da bist zum Fragendienstag. Eine sehr gute Frage, die beantworte ich auch gleich. Guten Tag, dein Content ist ziemlich hilfreich. Vielen Dank für dein Feedback. Vielen Dank für alle, die auch mir Fragen gestellt haben. Also, ihr habt ja mein Content hier auf dem Profil wirklich mitgestaltet. Dafür vielen Dank für die Frage. Die Frage ist, wie kann man nach einer Arbeitsstelle suchen? Ich habe jetzt, oder ich nehme an, dass du ein ausländischer Arzt bist, ja. Deswegen beantworte ich jetzt die Frage aus meiner Sicht. Oder was würde ich jetzt, wenn ich jetzt heute anfangen würde, wie würde ich das machen? Und da würde ich jetzt erstmal mit dem ersten Schritt anfangen. Bevor du nach einer Arbeitsstelle suchst, sollst du dich gut vorbereiten, sollst du deinen Teil tun und sollst du immer überlegen, wie kann ich besser als andere sein, ja. Und nicht nur genug tun, wie soll ich das so ausdrücken? Nicht nur das Durchschnittliche tun, sondern versuch immer mehr zu tun. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel jetzt für mich bei meiner letzten Bewerbung, ich hatte in den Jahren davor so viele Fortbildungen gemacht und so viele Zertifikate gesammelt. Es war einfach unglaublich, ja. Da habe ich Zeit und Geld investiert, das was, was man investiert, und deswegen war mein Lebenslauf auch anders als andere. Das sollst du erstmal machen. So, Zeit und Geld investieren, dass dein Lebenslauf anders aussieht und dass du ein bisschen interessanter als andere, die sich für die Stelle bewerben. Jetzt auch der nächste Punkt. Ich würde Kontakte nutzen. Erstmal. Jetzt nicht da rausrennen und tausend E-Mails schicken an alle Kliniken in Deutschland, sondern erstmal, heutzutage, wir sind auch so richtig toll vernetzt. Ja, also, da gibt es mehrere Gruppen auf Facebook, wo man anfragen kann. Leute, hi, mein Name ist so und so und ich suche eine Stelle in, was weiß ich. Ist bei euch was offen? Könnt ihr bitte mir sagen, zum Beispiel. Das kann man auch. Du kannst auch in den Leuten um dich herum auch erzählen, dass du nach einer Stelle suchst. Ja, vorausgesetzt, dass du auch bisschen Kontakte hast. Ja, also das nehme ich an und das. Ich hoffe doch, dass du das schon gemacht hast, also dir ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut hast, ja, Leuten, mit denen du reden kannst. Und das birgt meistens Wunder. Du wirst jemanden finden, der jemanden kennt, der irgendjemanden kennt, wo eine Stelle frei ist, die für dich passt wahrscheinlich. Dann würde ich auch anrufen. Also wenn ich jetzt irgendwo was ich gesehen habe, was mir gefällt, was zu mir passt, ja. Ich habe es jetzt online angeschaut, alles passt und so. Ich würde da anrufen. Auch wenn zum Beispiel keine Stelle da ist, keine Stelle frei ist, dann würde ich dann bei der Sekretariat anrufen. Telefonnummer ist immer online. Und aber das hat zwei Wirkungen. Erstens, es ist nicht immer alles online, ja. Vielleicht geht gerade jemand in Elternzeit oder irgendwas, das weißt du nicht. Also am besten immer anrufen. Zweitens, das macht einen guten Eindruck, dass du da anrufst. Die Leute hören dich, die haben einen Bezug zu dir. Das ist nicht mehr wie eine E-Mail im PC. Das ist viel persönlicher, das ist viel wichtiger. Und da muss man auch manchmal beharrlich sein, muss man mehrmals anrufen. Ging es mir so bei der letzten Bewerbung. Dreimal angerufen, bis es irgendwie ankam. Und man hat sich für die Bewerbung angeschaut. Also ganz normal. Was hast du auch da zu verlieren, ja? Also du kennst die Leute nicht und die kennen dich auch nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Sei einfach mutig, ja. Mut ist auch da wirklich angesagt. Ich würde mir auch auf jeden Fall, besonders wenn du jetzt ein ausländischer Arzt bist und am Anfang, ich würde mir Hilfe holen. Da draußen sind so viele Stellenvermittler, ja. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie das funktioniert. Die Leute vermitteln dir eine Stelle, weil die kennen die Krankenhäuser. Die kriegen eine Provision, von dir kriegen sie nichts. Vom Krankenhaus kriegen sie so ein. Das ist für dich, spielt es gar keine Rolle. Ja? Und du bist auch niemals. Du musst nicht die Stelle annehmen. Du kannst immer sagen, die sagen dir ja, okay, das ist eine Stelle da, gehst du hin, die Leute gefallen dir nicht, dann sagst du, die nehme ich nicht. Gehst einfach weiter. Also du nimmst einfach die Hilfe. Und da würde ich auch nicht irgendwo online suchen, sondern auch nochmal. Es gibt ja tolle Gruppen. Zum Beispiel unsere Gruppe auf Facebook, die AIW-Weltgruppe. Da sind nur Ärztinnen und Ärzte. Die kannst du fragen. Ja, wie habt ihr eure Stelle gefunden? Kennt ihr da jemanden, der mir helfen kann?
Und ich denke, besonders können diese Leute dir helfen, nicht nur durch ihre Connections, also Kontakte, sondern auch dadurch, dass sie deinen Lebenslauf besser schreiben. Das ist auch gerade für ausländische Ärzte und Ärzte extrem wichtig, dass jemand dir bei deinem Lebenslauf hilft, dass es auch so schön aussieht, eingedeutscht wird. Och, ich finde es extrem wichtig. Ey, warte mal ab, ich will ja nicht vergessen, will dir alles geben. ich habe es mir alles ja... Okay, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, kann es aber nicht mehr lesen, ja, das ist so... Arztschrift, ey, unglaublich. Also, ja, sei nett einfach, wollte auch erwähnen, sei einfach nett. Und wenn du auch so mit Leuten zum Beispiel telefonierst oder mit Leuten redest, dann lächle einfach, auch im Telefon, ja. Das kommt einfach rüber. Und die Leute wollen dir helfen, ja. Also, das hilft auch meistens. Also, so würde ich auch jetzt... suchen, wenn du gerade am Anfang bist, wenn du irgendwo anders bist in dem Bereich, ja, und nicht so wirklich, meine Antwort ist nicht so wirklich drauf eingegangen, wo du bist, ja, dann kannst du mir auch deine Frage stellen, dann können wir auch deine Frage zum Beispiel nächste Woche oder die Wochen danach beantworten. Aber so würde ich mir jetzt eine Stelle suchen, eine Stelle finden und dann auch loslegen. Schön, dass du da warst zum Fragen Dienstag. Vielen Dank nochmal für die Frage und bis zum nächsten Dienstag. Ciao.